So, willkommen zu einem weiteren Sage-Video Spark der Electric Jester. Es ist zwar still, aber es funktioniert trotzdem. Versuchen wir es mal. Ich versuche das erste Level. Okay, das ist Spark der Electric Jester. Was kann der denn so? Es ist richtig schwer hier mit dem zu arbeiten. Weil er nämlich hier. Weil das auf englischer Tastatur passiert, ist es so schwer für mich hier. Mann, ey, ihr müsst ja echt alle was gegen mich haben, nur. Also entwickelt wurde das Game von dem League Fearward. Wer jetzt einige jetzt nie wissen, wer League Fearward ist. League Fearward ist der ein der bedeutendsten Entwickler unter den Sonic Fan Games. Er ist ziemlich bekannt, besonders für seine Games Sonic Before the Sequel. Sein Vor-Sequel, After-Sequel und Sonic Chrono Adventure. Mann, ey, es klappt ja gar nichts. Es gibt dort immer noch wie Scheiße. Ja. Das war's, Game Over. Ich weiß, ich bin dumm. Es geht ja auch nichts richtig hier. Ihr müsst wissen, es ist so schwer hier für mich, das zu steuern. Zwar groß, aber nicht der Keyword für dieses mehr als epische Game, aber es ist scheiße für entwickelt für, naja, eben. Ihr merkt schon, er hat einen Vorteil, wir haben einen Nachteil. Wupp, wupp. Sind oben. Stirb. Jetzt haben wir genug Energie. Tot, okay, rüber mit uns, langsam und vorsichtig, damit uns hier nichts passiert. Okay, kommen wir da hoch. Es ist schwer. Okay, das ist echt schwieriges Spiel, vor allem wenn man mit das Tor spielt hier. Ich müsste auf Englisch schalten. Mache ich aber nicht. Weil ich es nicht kann. So, der Elektrester ist wütend. Wie kommt man da hoch? Gut. Damit hat sich die Frage jetzt auch erübrigt. Weil wir wollen ja auch auf die Spitze dieses Hauses. Was ist das? Man kann damit A benutzen, echt? Stirb. Wow, meine Fresse. Wir haben damit einen Energieschild. Oder irre ich mich da jetzt? Okay, stirb. Runter. Wow, was ist denn das jetzt? Wow. Wow. Der ist hart im Leben. Schon, stirb. Das war offensichtlich. Stirb doch erstmal lieber. Dafür gibt es ja Checkpoints. Stirb. Ist auch nicht gut. Oh
Mann, du stirbst du nie, hä? Stirb doch mal. Boah. Wow. Ich bin dumm. Man sieht's mir jetzt an. Stirb. Fickt euch. Meine. Stirb. Komm schon. Er ist so einfach zu besiegen. Ich habe das Prinzip durchschaut, aber trotzdem. Ich bin behindert und dumm. Jetzt merke ich es auch noch. Ja. Stirb. Und habe mir selbst noch Schaden zugefügt. So, dann hauen wir mal ab. Stirb. Der brennt jetzt durch. Der brennt jetzt wirklich durch die Sicherung hier. Na, ist dein Programm abgeschmiert oder wie? Komm schon. Stirb doch mal endlich, du scheiß Arsch. Okay. Bist du down? Na danke, ich dachte schon, du kannst nicht sterben. Warum? Ganz schön unlogisch, ne? So, jetzt können wir weiter. Mit dem... mit Spark. Okay, Spark. Aufgeladen. Okay. Der ist weg. Rüber mit uns. Was ist denn das? Ich weiß nicht, was das jetzt bedeuten hat. Ich werde es einfach mal als richtig an. Hoch mit uns. Ja. So, der ist wütend jetzt. Okay. Ah. Mal sehen, was das bedeutet. Wow, meine Fresse. Das ist ja noch epischer als andere, was es hier gibt. Und aus dem Weg, meine Freunde. Gebt mir aus dem Weg. Man muss erstmal lernen, wie das Ganze hier funktioniert. Wow, der Move ist auch nicht gerade scheiße. Der ist auch gleich down. So. Aufladen. Und zerstören. Stirb. Stirb. Wo kommt er jetzt da? Verdammt. Mann, stirb. Stirb. Na? Stirb.
Ja, ist das gemacht. Spiel mit der Gravitation. Das war jetzt episch. Wir haben es geschafft, Leute. Stage 1. Erfüllt. Wupp. Das war doch ein furioses Abenteuer, nicht wahr? Wir haben jetzt sagen die erste Stage offiziell geschafft und noch nicht mal in der Lage, sowas einfaches hochzukommen. Ich muss ja echt bescheuert sein, wenn ich sowas nicht hinkrieg. Ah, die Musik ist episch. Mal ernsthaft, schreibt es mal in die Kommentare, wie findet ihr diesen Soundtrack hier, der jetzt gerade läuft. Jetzt ist er weg. Okay, was gibt's noch in der Demo? Schauen wir uns das mal an. Ein bisschen können wir uns noch angucken, es ist ja noch was Zeit. Wir machen 15 Minuten, also genießen wir diese Stage, solange wir sie noch genießen können. Leider funktioniert scheinbar irgendwie da. Boah, schauen wir nicht so ganz so richtig. Oder ich tue nur so. So, du stirbst auch gleich mal. Hopp, wir sind oben. Runter mit uns, ganz vorsichtig. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Und ich bin auch langsam fertig hier. Nicht vom Let's Play, sondern ich bin auch mal irgendwo müde. Ja, ich mache auch schon sehr für euch. Jetzt. Stirb. Na, wie war die Welle? Guck mal, wir haben alle Fähigkeiten verloren. Auch die geile Gravitationsfähigkeit. Hopp. Weg mit dir. Du gehörst auf den Hausmüll. Oh, das war jetzt knapp. Aber nur etwas. Die Elf ist wieder voll. So. Strengt übelst an hier, wenn du nur den Z-Button und X-Button benutzt. Ich glaube, das können einige von euch jetzt mehr nachvollziehen. Schreibt mal in die Kommentare, wer kann mir nachvollziehen, dass das so schwer ist, damit zu steuern. Oh, ich gehe unter. Da war ich schon so noch ein bisschen hier scheinbar noch nicht ganz perfekt. Das war nur etwas Schaden, aber nur etwas. Mal gucken, laut Broadcast haben wir noch 2 Minuten Zeit, danach mache ich hier Schluss. Gut. Ja, ich höre auf ein Programm. Ich meine, das ist strange. Ziehen wir erstmal richtig drauf. Und alle down. Ich hasse euch. Ihr seid Viecher. Seid abartig gewesen. Und aufladen und BAMS! Jetzt sind sie auch weg. Und kommen nie wieder zurück. Oh. Save Point, okay, safen. Was passiert jetzt? Werden wir jetzt von irgendwas gefährlich angegriffen, das aussieht wie Gravel aus Freedom Planet oder wie jetzt? Ja, Bezug zu Freedom Planet, Herzstein ist wirklich das Beste, was ich heute machen kann. Hopp. Geht's mal aufwärts. Danke. Unsere Zeit ist fast abgelaufen, aber naja, wir machen noch ein kleines Stück, können wir noch latschen, oder? Lasst mich in Ruhe. Jetzt können wir noch den Boss. Das wäre episch. Sehen wir überhaupt hier noch einen Boss oder? Gibt es überhaupt noch einen Boss? Okay. Ich gebe ja auf. Es gibt ja keinen Boss scheinbar.
ich jetzt euch noch zeigen könnte. Dann würde ich sagen, wir haben wieder den jetzt noch ein bisschen laufen, wenn ich das Video. Also wenn es euch gefallen hat, dann schreibt auch einen Kommentar und vergisst auch natürlich die Bewertung nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zu einem nächsten Tag wieder. Es wird ein UDK, das kann ich schon mal sagen. Also, bis dann, Leute mit Fail.